Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar, der T-34-1 steht hier im Mittelpunkt, Tier 7 mittlerer Panzer und wird gespielt von HP Engine X. Fjorde heißt die Karte, man sieht sie auch, hallo Fjorde. Überall ein Fjord. Und ja, sind wir mal gespannt, wie er hier zurechtkommt. Gerade mittlerer Panzer auf Fjorde kann sehr viel Spaß machen, muss aber nicht. Wie fast zu erwarten, mittlerweile sehr gerne von mittleren Panzern, die hier auf dem Spawnpunkt starten, direkt die 0er, 9er Linie nach oben durchzufahren und dann über die Mitte hier zu kommen und dann da zu schießen. Wichtig dafür ist aber, dass er auch noch ein bisschen Unterstützung bekommt. Aber der Tiger kommt mit, der Type T-34 bringt ihm nicht so wirklich viel, aber besser, man hat noch eine zweite Kanone am Start oder eine dritte als keine. Was schon mal schön ist, er ist Top-Tier im 7er, 6er und 5er Gefecht. Den 4er Lux da drüben, den zähle ich jetzt einfach mal nicht so mit. So, gleich hat er es geschafft, gleich ist er oben. Kann dann von da aus ein bisschen erspähen, was so auf ihn zukommen wird. Wobei man sieht jetzt schon, selbst sein eigenes Team, der T-150, rückt da schon immer ein bisschen weiter vor. Also von dem her kriegt er da jetzt auch schon ein bisschen Sicht. Der wartet hier aber erstmal ab. So, jetzt schiebt der T-34 da mal ein bisschen an. Vielleicht wollte er gerade noch, er hat noch irgendwie kurz die Zigarette ausgemacht. Man weiß es ja nicht, was die Leute so vor ihren Rechnern immer so machen. So, jetzt ist er auf jeden Fall wieder wach und schaut hier gleich mal. Aber das ist jetzt schon deutlich aggressiver. Der jetzt auf den T-37. Den gibt er den ersten Hit. Jetzt auf den 150er vielleicht. Oder macht er den Killshot? Ne, er will den, macht den 150er. Der 150er schießt daneben. Dementsprechend konnte er ihm hier noch einen geben. So, der war glücklich, dass der da so getroffen hat, wie er getroffen hat. Aber auch das gehört mal dazu. Was hat er denn an Durchschlag? 175 sowie 235 mit Premium. Langt für Tier 7 auf jeden Fall aus. Da sollte er keine großen Durchschlagsprobleme bekommen. 0 zu 3 schon für den Gegner. 0 zu 4, okay. Das verläuft gerade sehr einseitig. Aus dieser Warte heraus. Der T-150 kommt wieder weiter vor, kriegt aber hier die Kommandantenluke rein und kriegt schön den Hit. Der Tiger konnte ihn dann da wegmachen. Und jetzt muss er aufpassen. Su-152 hat geschossen. Jetzt kann er schießen. Weil wenn die zuerst schießt... Ah gut, die hat nicht die schlimme Kanone, sag ich mal, drauf. Also die macht zwar auch Schaden, wie man sieht, aber mit der anderen wäre es deutlich schlimmer gewesen. So, da hinten ist UFO. Hat man blind hintergeschossen. 6 zu 6 steht's. Das Team hat sich gut zurückgeschossen. Ja, die sind keine im Spiel. Dementsprechend hat er da hinten nichts, was er jetzt da anfahren könnte, um vielleicht noch einen easy HP-Pool zu bekommen. So, der A44 fährt dann da weg. Das Auto-Aim hilft da jetzt nicht wirklich viel. Wir haben das Ziel verloren. Und jetzt aber eben schön, er wird gleich von hier oben in die Mitte halten können und kann dann da bestimmt den einen oder anderen Schaden anbringen, weil dafür ist die Position einfach sehr angenehm. Aber bis jetzt kriegt er nichts. Aber gerade der A44, der müsste... Ja, wollte gerade sagen, da ist der Lux. Lux nimmt da mal das Munitionslager weg. Und jetzt ist noch der A44 da unten. Da wartet er jetzt, bis er Verstärkung bekommt vom T-150 in dem Fall. So, der A44. Jetzt bekommt er den 150er und jetzt
kann er da durch das Kommando zum Drauffahren bekommen. Konnte ihn hier ketten und den Schaden anbringen. Und jetzt bekommt es auch nochmal von hinten. Und wird da getötet. Oder zerstört. Panzer tötet man ja nicht. Und jetzt hat er da noch ein bisschen was da unten. Der M7 rechts von ihm. Vielleicht kann er auch die anderen da von hinten ein bisschen übertölpeln. Weil ein bisschen Schaden sollte er noch verteilen, was ich hier vom Datenblatt so sehe. T29 hat noch 700. Tiger 1 noch 200. So, der Tiger nimmt den T25 raus. Er, seines Zeichens, nimmt hier den Tiger raus. So, der M7 macht den Crusader in der Zwischenzeit in der eigenen Basis weg. Jetzt guckt der T29 nur auf den Tiger. Das heißt, er kann hier schön draufschießen, wobei prallt hier leider ab. Out-Aim rein und fährt hier an die Seite. Wenn man zu faul ist, richtig zu zielen, dann macht man es halt einfach so, indem man an die Seite ranfährt. Geht auch. So, jetzt nimmt der T29 auch noch den Tiger raus. Jetzt kuschelt er hier. Ah. Ja, jetzt macht der T29 das nicht clever, dass er ihn hier so die Seite dann wieder angeboten hat, nachdem er eigentlich schon die Seite nicht mehr gezeigt hätte. So, 4 Kills. Noch der M7 am Leben. M7 ist, müsste bei dem Tiger P hier drüben dann gleich auftauchen. Und da bin ich jetzt ein bisschen verdutzt, weil es wird angezeigt, dass er noch den M7 zumindest beschädigt. Und wie er das noch schafft, der muss ja dann gleich wieder weggefahren sein. Da ist er auf einmal. Ja, Heidewitzka, da ist er und macht den 5. Kill und damit den Sieg. So, ja. Angezeigte 2800 Schaden, gemachte 3147, damit ist das Mysterium, ob er den A44 getroffen hat, geklärt, weil da hat er auch noch einen Blindshot gemacht. Schade, dass es kein 6. Kill war, aber ich denke trotzdem, dass der T34-1 ein wirklich auch mal nett zu spielender Panzer ist, gerade für die mittleren Fans unter euch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.